Sziasztok, üdvözöllek titeket a következő videómban. Gyertek velem és nézzük meg az ÖBB Simmeringi karbantartóbázisán az új Nightjet szerelvényt és az új Vectront. Thank you.
Thank you.
Pillanat, és jöhetnek! Thank you.
Kéne mi el? Autobremse? Jetzt geht's los. Ich bin Roadrunner. Ja. Ich bin ein Fan von Zügen, ich liebe Züge. Sehr gut, soll ich was sagen? Ich auch. Denn ich habe selbst einen Lego-Zug zu Hause mit 4 Weichen. Sehr gut. Na, mein Sohn hat nur die Prio-Eisenbahn im Moment noch. Okay. Ist wahrscheinlich nur ein bisschen kleiner. Ich habe eigentlich 2 Eisenbahnen. Ich habe den Kollegen jetzt abgelöst, weil die sind von 9 bis 16 Uhr da. Oh, und die sind nur zu zweit. Einer auf der 70er, einer auf der 1293. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, der Kleine ist gerade drinnen. Machen wir so, ich fahre da ein paar Mal hin und her, der eine geht schon essen und dann tauschen sie nochmal ab. Ja, ich habe das immer Pause. Ich war vor 2 Wochen in St. Pölten um. Die haben auch eine Kartoffel in der Tür gehabt. Ah, okay. Da waren über 3000 Leute um. Und da habe ich auch keine Pause gehabt. Also ich habe keine Möglichkeit gehabt, dass ich mir drinnen irgendwas anschaue. Die haben das total super hergekriegt innen, also vom Dieselmotor zerlegt. Richtig schön gewesen zum Anschauen, aber wirklich, keine Zeit gehabt. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, weil wir sind mit einem Nostalgiefahrzeug 200 Meter vier gefahren, 200 Meter zurück. Wir sind die ganzen Tag gefahren. Wir waren zu zweit. Mhm. Mein Vater ist dann zum Glück gekommen, der hat mir dann die Türen gemacht. Dreiviertel Stunde, Stunde stehst. Die haben gesagt, eine Stunde stehst. Ja, und jetzt sage ich, ja, pass auf, jetzt mache ich Mittagspause. Ne? Wie es glünscht am Weg. Nein, ey, aber wo ja, die anderen. Du musst ja auch die ich sehe so die Seite und ich sehe die Seite. Ne? Ja, aber ich sag, ja. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára hasonló tartalmakért, valamint kövess be Facebook és Instagram oldalon is. Sziasztok!